Moin Leute, wir kommen zu Teil 2 von Aachen. Es ist noch sehr früh morgens, also sprich wir haben es jetzt gleich 8 Uhr. Und wir werden zusammen mit der Marina essen gehen, richtig cool. Und ja, ich denke, wir gehen jetzt mal runter. So, wir sind jetzt fertig, die Marina. Ja. Und ich habe ja gefrühstückt, wie ich euch das schon erzählt habe. Ja. Und jetzt gehen wir ins Zimmer, holen noch kurz unsere Koffer und dann geht's schon zurück zu dem Pony. Ist richtig geil. Ja. Und ja, dann nachher mal sehen. Wir werden ein wenig Zeitstress haben, aber ich denke, das schaffen wir. So, wir sind jetzt im Stall angekommen und werden die Ponys jetzt als erstes füttern. Kriegen Futter und ein bisschen Heu. Und ja, ich glaube, sie sind auch schon am Heumimmeln, weil die haben noch recht viel von der Anhängerfahrt in dem Heusack und so. Hallo Ivy, na du, hast du gut geschlafen? Oh, Rocketman. Und ja, das Wasser müssen wir dann auch einmal nachfüllen, hier. Du bist süß, ne? Ja. Aber ich denke, sie wollen jetzt erstmal futtern. So, also das ist deren Futter, also halt das normale Futter und dann noch ein Apfel dazu. Dafür entschieden, dass wir den Eifi noch ein bisschen dass wir den Eifi noch ein wenig laufen lassen, damit der auch ein bisschen ausgelasteter ist. Ja, jetzt machen wir gerade noch die Decke ab und dann geht's los. Der Alfie, der steht jetzt wieder in der Box und jetzt werden wir ein Gruppenfoto mit allen Bloggern machen und ein paar Pferde dürfen auch dabei sein, wie zum Beispiel die Smarty, richtig cool. Und ja, wir werden da jetzt noch hingehen. Hast du auch schon abgeritten ein bisschen? Auch einen Sprung gemacht draußen schon mal? Ja? Gut, dann ihr habt ja eben auch schon ein bisschen hier mitgeritten. Dann können wir auch gleich loslegen. Ne? Also ich würde gerne noch ein bisschen mit euch länger und mehr, aber das gibt der Zeitplan nicht her. Bist du auch bereit zum Springen? Na, dann los. Dann fangen wir auch hier an dem Kreuz an. Auch genau wie eben. Ich weiß nicht, ob ihr das mithören konntet. Also auch so ein kleines Kreuz, ganz konzentriert anreiten. Linke Hand von oben nach unten. So, beide nochmal zurück von der anderen Seite. Hier auch so ein bisschen mehr Anlehnung halten. Wir versuchen auch, dass du gerade bleibst. Da hat jetzt noch ein bisschen geguckt. Das macht überhaupt nichts. Ja, aber trotzdem versuche ich dann Anlehnung zu halten und versuchen auch von Anfang an, wichtig auch Kleinigkeiten, gerade anreiten, in der Mitte springen, geradeaus weiterreiten. Weil wenn irgendwann ein Pferd zur einen Seite geht, das wird in der Regel mehr im Laufe der Zeit. Also direkt darauf achten, ich sage ganz banale Dinge manchmal, auf die ich achten soll. So ist gut, sehr gut. Ein bisschen zurücknehmen, Galopp wechseln, Galopp in Ordnung bringen, sehr gut. Und dann erst durchparieren. So, schon viel besser. Komm ruhig noch einmal zurück jetzt. Da hat er vorhin geguckt, dann kannst du ruhig noch einmal mehr springen. Weißt du auch, manche Pferde, die brauchen auch 2, 3 Sprünge mehr, auch 2, 3 kleine Sprünge mehr. Deswegen wichtig immer am Turnier oder wenn ihr springt, auch zu Hause, immer so, dass es nicht unter Zeitdruck geht. Am besten immer rechtzeitig bereit sein, dass ihr auch lieber noch ein paar Minuten Zeit habt, wie dass es nachher eigentlich gehen muss. Weil dann kann man auch, so wie hier, so, sehr gut. Mal gerade. Schön gleichmäßig dranbleiben.
Sehr gut. Ne? Er geht immer so galopp schon vorher so ein bisschen nach links und springt dann wieder nach rechts. Ne? Versuch auch, dass er da gerade ausspringt. Kannst du auch zu Hause ein bisschen üben, mal über eine Stange oder über Cavaletti, dass er einfach mehr gerade geht. Geht immer so ein bisschen nach links und dann wie so einen kleinen Haken über den Sprung. So, kommt einmal zurück noch den kleinen Schleitsprung. So, Galopp wechseln, sehr gut. So, hier. Das ist natürlich die Gefahr, wenn man so ein richtiges Pferd hat und hat so lange Wege, dass man auf einmal zu langsam wird. Ne? Da muss ich, wenn ein Pferd rennt, muss ich ihn zurücknehmen. Wenn ein Pferd aber, so wie du jetzt, fast zu langsam, dann muss ich als Reiter natürlich überlegen, dass ich dann ein bisschen dranbleibe und mein Tempo halte und nicht langsamer werde. So, sehr gut, das ist gut. Galopp wechseln. So, gut. Auch sehr gut. So. So, sehr gut. Nicht nach unten gucken, geradeaus gucken, genau. Schön Anlehnung halten, Tempo halten. Sehr gut. Und wieder unten, genau. Bisschen einfach, sehr gut. So, genau, gut reagiert auch. Im Moment ein bisschen geguckt, dass sie gut reagiert, einen kleinen Impuls gegeben. Das war gut. Komm gleich weiter, komm schon mal von links. Du auch nochmal von der linken Hand. In dieselbe Richtung. Genau, schön Anlehnung. So, sehr gut. Auch von der Distanz her. Sehr gut. Schön gleichmäßig. Jetzt wieder auch locker. Gleichmäßiger. Du musst ein bisschen gucken, mit dem Pony, kleinere Galopp, von den Distanzen her, dass du ein bisschen hinten bleibst. Oder willst du lieber ein Mehr machen? Du kannst auch ruhig, wenn du sechs Galoppschwünge hast, kannst du auch ruhig ein bisschen ruhiger, ein bisschen raus, dann mach ruhig mal. Ja, ist, glaube ich, besser. Ja, wenn ein Pony einen großen Galopp hat, geht das auch, gerade wenn man ein bisschen hinten bleibt. Aber müssen wir ja heute gar nicht, also dann mach ruhig hier, mach ruhig ein Mehr. Zum Schluss hin, wenn du die zwei Steilen reitest, da kannst du ruhig gehen nach Hause Richtung Ausgang und am Ende des Parcours, da kannst du die fünf ruhig spielen. Oder auch nach der Kombination. Da kannst du ruhig fünf machen. Aber am Anfang machst du einen mehr. Das fand ich wirklich auch vom Reiten. Du hast das gemacht, was nötig war, was der Parcours eben für das Pony auch, was du machen musst. Dass du, man ist ja, wenn mein Parcours abgeht, kleinen Galopp, großen Galopp und den entsprechend, muss ich mir mein Tempo einteilen. Wir haben zwar gesagt 7, aber du hast das trotzdem so geritten vom Tempo her, bist ein bisschen hingeblieben, dass du direkt die 6 Galoppflüge zum Hocksau hast. Also eigentlich hast du nicht das gemacht, was ich sage, aber weil es so eine gute Runde war, gucken wir da drüber weg. Das ist kein Problem. Haben wir ja nur eben gesagt, weil es Pony war. Und sonst auch sehr gut eingeteilt.
auch, ist ja oft gar nicht so einfach, auch wenn man in die Mittellinie reitet, reitet rechts rum Richtung Boxer, so einen langen Weg. Das kann ja oft sogar für den einen oder anderen Reiter schwieriger werden, weil er viel zu viel Zeit hat, nachzudenken. Das gut gemacht, guten Rhythmus gehabt und dann auch die letzte Linie wieder gut erkannt, dass du ein bisschen vorwärts reiten musst, weil es ein bisschen weit wurde, schön innen geblieben. Also top Runde und lassen wir es auch gut sein. Ja, also ja, auch nochmal einen kleinen Applaus. Hier sehen wir natürlich jetzt zwei ganz verschiedene Pferde oder Ponys von Liat. Einfach kleiner, drahtiger. Von Annikas Pferd ein bisschen größer, ein bisschen langsamen Ablauf sogar. Das macht es natürlich für den Reiter auch nicht einfach. Aber das finde ich, hast du gut gemacht. Und insofern lassen wir es auch gut sein. Mir geht es hier gar nicht darum, dass wir hier jetzt austesten, wie hoch und was ihr könnt, sondern dass einfach hier ein bisschen reitet, ein bisschen Spaß habt, dass ich vielleicht euch den einen oder anderen Tipp geben kann und dass ihr das auch sauber reitet, dass ihr eben das Tempo in Ordnung ist, dass die Linien, die ihr reitet, in Ordnung sind. Wie gesagt, wie das bei dir war, ein bisschen mehr innen bleiben, wenn es nötig ist, Annika ein bisschen mehr außen, weil der Galopp größer ist. Also diese Dinge, das finde ich erstmal wichtig. Und wenn das sitzt über kleine Sachen, dann kommt das auch über schwere Parcours irgendwann. Und das stellt man auch immer wieder fest, die Probleme, die sich nachher rauskristallisieren in einem Parcours, die kann man, wenn man erfahren ist, als Trainer schon oft in der Dressur sehen. Wenn ich nicht genug Kontrolle habe, wenn der Galopp zu langsam ist, die kommt meistens auch im Parcours raus. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man da von Anfang an konzentriert und konsequent ist, auch als Reiter selber. Man kennt ja seine Fehler, dass man da selber dran denkt, vom Sitz her, von dem, was nicht so gut geht. Ruhig selber immer überprüfen, selber hinterfragen, konzentriert sein und dann kann man schon viele der Probleme oder der Fehler abstellen. Und wie schon gesagt, der Teufel steckt im Detail und die Fehler summieren sich und im Parcours kommt die gnadenlos raus. Aber wie gesagt, man kann auch über kleine Hindernisse, ist auch das Pferd schonender, das öfter mal üben und darauf achten, dass es insofern, wie gesagt, das Hauptaugenmerk heute auf die Ausführung, saubere Ausführung und nicht jetzt Lochleer oder Triebe, das spielt heute keine Rolle. Gut, vielen Dank euch beiden. Ich bin ja jetzt fertig mit Rocky, es war mega gut. Wir haben jetzt ein bisschen Zeitstress, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Denn ich bin ja jetzt gleich mit Alfie dran. Und ich muss mich jetzt umziehen, also ich ziehe eine andere Reithose an, damit das farblich alles so ein bisschen zusammenpasst. Und ja, also ich bin jetzt im Auto und hole die mal gerade. Und ja, es war eigentlich echt mega gut, das wollte ich noch sagen, mit Rocky. Das hat richtig gut funktioniert und ich finde, er hat es auch richtig gut so vom Unterricht her gemacht und so. Also ich bin echt zufrieden. And we're all-